Ulala, ich glaube, ich sehe dich richtig. Oh mein Gott, was ist denn da draußen los? Oh, warte mal. Irgendjemand muss das Steuer bedienen. Obwohl, ich habe ja eh gerade geschlafen und habe das Steuer nicht bedient. Egal, ich sag kurz Lia Bescheid. Lia, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Lia? Oh, Lia ist dabei, irgendwas zu machen. Hi, na, könntest du vielleicht ganz kurz für mich das Steuer übernehmen? Weil ich möchte den Leuten Hallo sagen und außerdem sind draußen Delfine. Wie gut ist das denn? Na klar, ich habe doch gerade meinen Bootsführerschein gemacht. Ja, perfekt, okay. Achso, aber Lia, du hast schon ein paar Boote gecrashed. Von daher, lass mich das nochmal ganz kurz erklären. Also, das hier, das ist das Steuerrad. Und das da ist der Hocker. Einfach nichts an... Okay, ja, du schaffst das schon, da bin ich mir sicher. Oh mein Gott. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Runde. Spaß im Bad, yeah. Wir spielen Minecraft und wir sind jetzt hier irgendwie in den Tropen und da ist ein Delfin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind echt richtig viele Delfine. Warte mal. Delfin, warte auf mich. Warte auf mich. Was macht der da? Ich will zu dem gehen. Kommen wir da irgendwie ran? Ich will irgendwie... Komm mal her hier. Ja, und? Was? Als ob ich einfach auf dem Delfin reiten kann. Oh mein Gott. Das ist ja sowas von abgefahren. Yo, wie cool ist das denn? Wir schwimmen einfach durch das Meer. Ich glaube, der bringt mich zurück zum Boot. Ah, ich springe ab. Dankeschön. Oh yeah. Oh mein Gott, ist das cool. Warte mal, haben wir vielleicht noch Fischfutter oder sowas hier? Was war das da gerade bitte für ein Geräusch? Ich glaube, das heißt nichts Gutes, Lia. Was ist da gerade passiert? Warte mal, was schreibst du da? Easy, dafür kann ich jetzt wirklich nichts, aber wir sind gegen einen Eisbär gefahren. Ja, du meinst bestimmt einen Eisberg, oder? Ich meine, wie sollen wir denn gegen einen Eisbär fahren? Oh mein Gott. Oh. Da ist ein Eisbär auf unserem Boot. Nein, es ist wirklich ein Eisbär. Sieh nur. Oh, nein, 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 nein. Er greift an. Oh mein Gott. Lia, lauf. Wir müssen runter von unserem Boot. Ah, ich schnapp mir das Beiboot. Ah, Beiboot. Komm raus. Rein ins Boot, komm mit. Okay, sie ist da. Und wir fahren. Alter. Junge. Da war einfach ein Eisbär. Wie zum Teufel? Also jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Wie zum Teufel kann denn das Boot anfangen zu brennen? Der Eisbär ist da jetzt einfach oben auf dem Dach. Was macht der denn? Der hat unser Boot geklaut. Alter, der Eisbär hat unser Boot geklaut. Oh nein, Lia, was tun wir denn jetzt? Wir müssen ein neues Boot besorgen, Leute. Wir brauchen ein neues Boot. Und lass uns mal gucken, ob wir vielleicht Richtung Küste fahren können. Ich glaube, da ist die Stadt. Okay, wir sind richtig, Lia. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh yeah, oh mein Gott. Na gut, dann werden wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie eins dieser Boote kaufen können, die da gerade irgendwie im Hafen liegen oder sowas. Aber warte mal. Also abgesehen von dieser Holzfalltür habe ich nur noch eine Puppe dabei, ein bisschen Krokodilfutter und altes Kaugummipapier. Ich hoffe, du hast Geld, Lia, denn ich bin gerade ein wenig pleite. Mein Hab und Gut ist auf unserem alten Schiff, wo der Eisbär ist. Ein Eisbär! Vor allem hier, Junge, das ist hier richtig tropisch. Was macht der Eisbär hier unten, ey? Ich verstehe das nicht. Lass mal gucken, ob wir hier irgendjemanden finden, der Boote verkauft oder sowas. Ein Bootsverkäufer oder eine Bootsverkäuferin vielleicht irgendwo. Das wäre ziemlich nice. Da vorne ist doch jemand mit einem Boot. Bootsverleih, Bootsverkauf, ja. Der Dude da vorne, der verkauft tatsächlich Boote und... lecker, ein Bananasplit. Was ist euer Lieblingseis? Ich habe letztens auf Instagram... Ey Leute, ich habe letztens auf Instagram ein Bild von meinem Lieblingseis gepostet. Und die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben möglicherweise in meiner Story das gesehen. Wenn ihr das gesehen habt, dann schreibt jetzt mal bitte mein Lieblingseis in die Kommentare. Wenn ihr das noch wisst, das wäre richtig heftig. Bin mega gespannt, wer sich das gemerkt hat, was ich auf Instagram gepostet habe. Das wäre richtig lustig. Hallo, Sir. Lia, kommst du mit her? Wir müssen einmal mit dem kurz reden. Hier, vielleicht kann der uns ja irgendwie ein Boot verkaufen oder sowas. Tu einfach so, als wärst du reich, ja? Guten Tag, was kann ich für euch tun? Also, Sir, wir hätten sehr gerne ein Boot. Ich habe hier ein sehr, sehr wertvolles Stück Kaugummipapier. Ein bisschen Krokodilfutter und eine Puppe, wenn sie wollen. Und hast du irgendwas anderes noch anzubieten? Ah ja, Holzfalltüren haben wir tatsächlich auch noch zwei Stück. Also da können sie auf jeden Fall
Ich glaube, ich habe genau das Richtige für euren Geldbeutel. Seht nur, auf dem Tresen! Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Ich will ein richtiges Boot. Ich will ein richtiges Boot, eins, wo zwei Leute draufpassen und nicht so ein Spielzeugding. Was soll denn das? Wenn ihr etwas Größeres möchtet, dann macht das 2 Millionen Euro. Boote sind gefragt auf dieser Insel. Ja, hast du 2 Millionen Euro dabei? Ich habe auch keine 2 Millionen Euro dabei. Wer hat denn bitteschön einfach mal 2 Millionen Euro dabei? Was soll denn das? Das sind irgendwelche Leute, die hier in der Stadt rumlaufen. Lass mal die Leute anquatschen, Lia. Vielleicht kann uns ja irgendjemand 2 Millionen Euro pumpen oder so. Der da zum Beispiel. Der sieht auf jeden Fall richtig reich aus. Alle Badehosen waren ausverkauft. Die hatten im Laden nur noch Bikinis. Hey, aber dafür steht dir der sehr gut. Hey, da ist eine Oma. Vielleicht können wir die fragen. Mit dem hat sie schon gesprochen. Vielleicht können wir die fragen. Vielleicht weiß die ja, oder weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir sind hier doch in einer fremden Stadt. Wir können theoretisch, können wir doch die Bank ausrauben hier in der Stadt, oder? Wollen wir das einfach machen? Weil uns gibt eh keiner 2 Millionen Euro. Wir rauben die Bank aus und von dem Geld kaufen wir uns dann ein Boot. Ja, das ist eine gute Idee. Dann lass mal fragen, wo die Bank ist. Schönen guten Tag, Ma'am. Können Sie uns vielleicht sagen, wo die Bank ist? Die Bank, Liebes. Nun, wir haben hier keine Bank. Aber ich brauche Geld. Ich brauche die Bank. Benötigst du Geld? Am besten, du fragst bei Linda. Sie ist die reichste Frau hier in der Stadt. Hast du dir den Namen notiert? Bei Linda heißt sie scheinbar. Lauf einfach die Straße weiter den Berg hinauf. Okay, das machen wir auf jeden Fall, sehr gerne. Oh, und anderes Mädchen, setz dich doch bitte kurz zu mir und leiste mir Gesellschaft, bis deine Freundin wieder da ist. Wie jetzt, ich soll alleine gehen? Ja, bleibst du bei ihr? Ja gut, sie hat uns ja geholfen. Okay, ich bin ja gleich wieder da. Ja, ich gehe mal kurz nach bei Linda, schauen, ob die uns vielleicht ein bisschen Geld pumpen kann oder sowas. Hallo Herr Pastor, hallo, wer auch immer das ist, der hier gerade Basketball spielt und irgendwelche anderen Mädchen. Ist das bei Linda? Nee, sie hat gesagt, die Straße weiterlaufen, aber hier ist doch schon eine Gabelung. Bei Lindas Villa, da geht's lang. Okay, Leute, hier vorne geht's lang zu bei Lindas Villa und bei Linda ist angeblich die reichste Frau der Stadt, von daher hoffentlich hat sie ein bisschen was auf ihrem Konto liegen, mal gucken. Oder vielleicht hat sie auch ein Boot oder sowas, wir uns leihen können, denn wir müssen hier weg von dieser Insel. Ich kenne diese Insel gar nicht. Bei Lindas Villa. Hier ist es sogar schon. Warte mal. Wie, soll ich klingeln oder soll ich da einfach reingehen? Hier ist ihr Garten bestimmt, ne? Oh mein Gott, das ist voll schön. Die hat einen eigenen Pool. Oh, ist das nice. Oh mein Gott. Hallo? Klingel jetzt einfach mal. Hallo? Bei Linda? Bei Linda. Vor allem, das erinnert mich voll an Bailar. Das heißt auf Spanisch tanzen. Und Linda heißt schön auf Spanisch. Also die tanzende, schöne Linda oder so ähnlich. Das ist jemand. Ich sehe das. Ich wollte mich gerade hier verstecken. Hallo. Hi, schönen guten Tag. Was willst du hier? Du kommst nicht von dieser Insel. Das ist richtig. Du bist bei Linda, ne? Ich bin Easy und ich habe mir überlegt, ich brauche Geld. Hast du vielleicht Geld oder so für mich? Vielleicht kannst du mir irgendwas leihen oder so. Ich könnte auch irgendeine Arbeit erledigen oder so, wenn du das möchtest. Oh, nun, du hast Glück. Mein persönlicher Butler ist heute er ist krank geworden. Was meint sie denn damit? Gefeuert? Du darfst heute mein Butler sein. Dann kaufe ich dir dein kleines Boot. Hey, ich habe doch gar nichts von dem Boot erzählt, oder? Woher wissen Sie, dass ich ein Boot brauche? Oh mein Gott, hier in der Stadt, da spricht sich alles relativ schnell herum, habe ich das Gefühl. Als erstes bring mir einen Orangensaft aus dem Kühlschrank. Es ist so heiß, ich verdurste. Okay, bei Linda, wo ist denn der Kühlschrank? Geh mal kurz gucken, ob ich den Kühlschrank hier irgendwo finde. Wir müssen einen Apfelsaft aus dem Kühlschrank... Ach nee, Orangensaft wollte sie haben, ne? Okay, das ist schon mal richtig. Oh, da vorne. Okay, da vorne ist der Kühlschrank. Dann holen wir ihr mal schnell einen Orangensaft. Das sieht nach Orangensaft aus, oder? Das ist... Ja, Orangensaft! Das ist perfekt! Das ist der Orangensaft! Okay, das geben wir bei allen uns. Wir bei allen uns und... Hier, Belinda, in einer Rektorzeit habe ich dir deinen Orangensaft gebracht. Bitte sehr, bitte sehr. Kriege ich jetzt mein... Wieso schüttelt sie den Kopf? Na, das hat ja gedauert. Also wirklich. Jetzt gehen die Krokodile im Garten füttern. Sie sind schon ganz ausgehungert. Wieso hat das gedauert? Das hat überhaupt nicht gedauert. Das ging super schnell. Okay, ich gehe ja schon die Krokodile im Garten... Warte mal, was? Hat sie gesagt, Krokodile im Garten füttern? Hast du wirklich gesagt, ich soll die Krokodile... Ach, du heilige Kanone. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, da sind einfach wirklich Krokodile.
Klar, hier geht's raus. Junge! Was zur Hölle? Oh mein Gott, okay. Ist hier das Krokodilfutter? Ja, ich habe ja eh noch welches dabei. Ach du, oh nein, Freunde. Wir sollten... Okay, wir füttern die Krokodile im Garten. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt abläuft, aber ich hoffe, ich werde... Nein, 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 nein. Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, hier nimmt Futter. Oh mein Gott, okay, der hat was genommen. Ah, oh mein Gott, nein, 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 nein. Sie sind alle hinter mir, sie sind alle hinter mir. Hier, bitteschön. Okay, okay, wisst ihr was, ich bin weg, ich bin weg. Oh, oh, okay, ich bin wieder da. Linda, bei Linda, bei Linda. Ich habe die Krokodile alle gefüttert. Das war überhaupt gar kein Problem. Ich habe, und ich bin nicht dabei gestorben. Auch wenn es ziemlich, ziemlich krass war. Ich habe auch kein Futter mehr übrig oder so. Ja, okay. Schön, schön, schön. Eine Chance hast du noch und beeil dich dieses Mal. Als ob ihr das schon wieder zu langsam war. Was hat sie denn für ein Problem? Ja, was soll ich denn machen? Ich möchte, dass du mir die Hornhaut von den Füßen kratzt. Ist das Braune da deine Hornhaut? Naja, bei Linda war ja eine Freude, dich kennengelernt zu haben, aber ich glaube, ich bin weg. Das mache ich ganz bestimmt nicht mit. Oh mein Gott, Leute. Alter, was hat die denn bitte? Wir sollen ihre Krokodile füttern und jetzt sollen wir ihr auch noch die Hornhaut von den Füßen kratzen. Ich glaube das einfach nicht. Ja, toll. Ich habe nichts. Ich habe keinen einzigen Penny, wirklich. Wir haben diese Puppe, wir haben Holzfalltüren und Papier. Das ist ja echt super. Was erzähle ich denn jetzt Lia? Lia, tut mir leid. Ich habe es nicht geschafft, weil ich nicht die Hornhaut von irgendeinem Fuß kratze. Oh, da bist du hier auf einmal. Hi, Lia. Was machst du hier auf einmal? Ich habe dich gar nicht kommen sehen. Hast du vielleicht Geld oder so bekommen? Denn ich habe keins. Nein, du auch nicht. Oh, nein. Tut mir leid, Izzy. Ich habe leider auch nur diese 2 Goldklumpen hier verdient. Ach, Lia. Ach, Mann. Was machen wir denn jetzt? Hat diese Belinda vielleicht ein Boot oder sowas, was wir klauen können oder so? Lass mal gucken, ob hier irgendwo ein Boot rumsteht oder sowas. Warte mal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, keine Ahnung, wem dieses Boot gehört, Lia. Aber jetzt gehört es ganz sicher uns. Ist Lia noch da? Da vorne, okay. Warte mal, komm mal mit, komm mal mit. Ich habe eine Idee. Ich gehe nicht durch Belindas Haus. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie da ist. Es gab doch diesen anderen Weg. Ich glaube, wir konnten anders herumgehen. Und dann, vielleicht kommen wir ja irgendwie zu diesem Boot oder sowas. Lass uns mal gucken. Ich wollte nämlich nicht diese Klippen runterspringen am besten. Das sind so eine Weinstauden und sowas. Total cool. Hallo, Schinken! Nicht mein echter Schinken, aber es ist ein anderer Schinken. Nicht, dass ihr denkt, ich nenne dieses Schwein Schinken. Ich will es nicht essen. Also, Schinken ist mein Schwein. Das ist der Name davon. Hier sind einfach nur irgendwelche Häuser. Okay. Hier vorne sieht es aus, als wäre da ein Hafen. Da sind kleine Boote. Perfekt. Und damit können wir rüberfahren zu dieser Yacht. Und wisst ihr was? Die nehmen wir uns einfach mit. Okay, Lia, steig ein. Kommt sie? Ja, perfekt. Okay, let's go. Let's go. Wir nehmen die einfach mit. Ist doch egal. Lasst uns einfach diese Yacht da kapern oder entern. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ich weiß es nicht. Zack. So, da sind wir drauf. Ah, ich würde sagen, das ist in Ordnung, oder? Hier lässt es sich leben. Also von der Größe her muss ich sagen, ist dieses Boot echt in Ordnung. Also ein bisschen größer als unser letztes halt. Wo geht's denn hier rein? Ist die ja noch da? Lia? Ach, da. Oh mein Gott, ich habe in die falsche Richtung geguckt. Ah, ich glaube, das ist die Kabine hier, ne? Ja, das ist die Schlafkabine. Ich gehe mich noch ein bisschen umschauen. Willst du hier bleiben oder. Okay, Lia legt sich, glaube ich, gleich hin. Die ist ein bisschen K.O. von dem heutigen Tag, Leute. Aber wir schauen uns jetzt nochmal unsere fette Beute an, unser fettes Boot. Und dann werden wir, denke ich mal, mit dem hier ein bisschen rumcruisen auf dem Meer. Yo, richtig, richtig nice, muss ich sagen. Oh mein Gott, wer ist das? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Wer sind Sie? Was soll das? Sir? Ich glaube, das ist sein Boot. Oh mein Gott, okay. Das ist, denke ich, wirklich sein Boot. Nein, 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 nein. Du läufst hinter mir. Schnell rein, schnell rein. Genau. Ah, okay, okay. Ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg. Oh nein, und Lia ist noch auf dem Boot. Wir müssen sie warnen. Lia, lau. Ladies and Gentlemen, das war's mit unserer heutigen Folge Minecraft. Wir haben im Prinzip nicht viel geschafft. Jetzt haben wir dieses winzig kleine Boot und Lia ist gefangen auf dem Boot mit diesem komischen, verrückten Typen da.
aber irgendwie werden wir sie schon freikriegen. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns natürlich morgen um 15 Uhr im nächsten Video. Ja, bis dann euch allen noch einen schönen Tag und hasta la pasta, yeah!